fand. Aber Hegel, zu Unterschied von den anderen, war doch der Meinung, dass es sich hier weitgehend um etwas handeln müsse, was Allgemeingültigkeit. Sollten wir eigentlich über Nero beim Brande Roms reden? Ja, das wird einen schönen Brand hier ergeben. Das gibt das einen schönen kann Brand. Hier platzen. Nein, ich würde nichts machen. Ja. Na, das sehr, sehr Dürrenmatt, ich habe Sie enttäuscht. Also diese Panne wäre ungefähr bewältigt, deshalb so schlimm. Diesmal sind wir nach Zürich gepilgert. Zu Ihnen, Herr Dürrenmatt. Wir, das heißt Hans Mayer und ich. Das heißt zwei Kritiker. Zwei Kritiker zu Ihnen, der schließlich berühmt ist, nicht nur als Dramatiker, als Erzähler, aber auch als Feind der Kritik. Ich habe neulich Ihre Schrift Theaterprobleme gelesen. Das ist eigentlich immer wieder von Kritik die Rede, auf der boshaft angenehme Weise. Sogar im letzten Satz sagen Sie, die Literatur muss so leicht werden, dass die Kritik sie gar nicht wahrnimmt. Und Sie sagen, eigentlich ist Kritik, wenn es um das Technische, um Handwerk geht, nur eine Summe von Vorurteilen. Sagen die Kritiker Köpfen und natürlich, wer keinen Kopf hat, dem fällt das Köpfen besonders leicht. Also das Boshafteste, was es über Kritik überhaupt gibt, stammt wahrscheinlich in den letzten Jahren wenigstens von Ihnen, Herr Dürrenmatt. Und ich habe sogar, wenn ich recht bin nicht sicher, ob das stimmt, mal gelesen, Sie hätten mal nach der Kritik irgendeines Ihrer Stücke gesagt, nachdem ich die Kritiken über mein Stück gelesen habe, habe ich beschlossen, sie nicht zu lesen. Schön. Das ist doch kein Zufall. Ihr Verhältnis zur Kritik ähnelt dem vieler anderer Autoren, wenn es vielleicht bei Ihnen etwas aggressiver ist. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir unser Gespräch damit beginnen könnten, dass Sie uns, den Kritikern, mal sagen, was Sie der Kritik in unserer Zeit so sehr verübeln. Ja, ich glaube, dass das eigentlich nicht ganz stimmt, was Sie sagen. Ich bin ja nicht nur ein Kritiker der Kritik. Erstens bin ich selber einer gewesen. Und kein sehr sanfter, Herr Dürrenmatt, ja, wenn ich an die Artikel der Weltwoche denke. Das ist eine meiner schlimmsten Zeiten. Dann zweitens bin ich auch ein sehr großer Förderer der Kritiker. Also wenn ich denke, dass zum Beispiel ein sehr bekannter Kritiker, ich will jetzt keinen Namen nennen, ein sehr bekannter Kritiker hat geschrieben, nachdem er mich verrissen hatte, er müsse mich jetzt wieder neu durchdenken, so ist das doch etwas sehr Überraschendes, dass ich einen Kritiker dazu gebracht habe, dass er zu denken beginnt. Warum wollen Sie keinen Namen nennen? Warum wollen Sie keinen Namen nennen? Darf ich vielleicht den Namen nennen? Ich glaube, Sie sprechen von Friedrich Luft. Ja, wir können Namen nennen. Friedrich Luft, Sie meinen die Luftkritik. Ich meine die Luftkritik. Und das ist immer, also ist das so positiv, wenn ein Kritiker wieder zu denken beginnt. Jetzt haben Sie schon gesagt, wieder zu denken, eben sagten Sie, überhaupt zu denken ja, beginnt. Ja, ich glaube, dass die Kritik im Allgemeinen zu wenig mitspielt. Es gibt viel zu wenig immanente Kritik, es gibt viel zu wenig Kritik, die das Spiel des Autors mitspielt, um so zu schauen, hat er richtig gespielt, wo sind die Fehler. Es gibt viel zu wenig Kritik, mit der Schriftsteller überhaupt etwas anfangen kann. Also Sie gebrauchen eben den Ausdruck der immanenten Kritik, der ist natürlich übrigens auch für die Literaturwissenschaft sehr wichtig, die sogenannte mitgehende Interpretation. Das setzt voraus, dass der Kritiker zunächst mal, Sie sagen, bereit ist, das Spiel mitzuspielen. Das heißt, zunächst mal zu fragen, mit welchen Voraussetzungen ist etwa der Romulus oder der Besuch der alten Dame oder sind die Physiker geschrieben worden, um dann vielleicht zu sagen, wo er die Spielregeln umstürzt und nicht mehr mitgeht. Das würde ich auch für die einzig legitime Art einer Kritik betrachten. Das heißt, zu kritisieren ein Werk, nachdem man zunächst mal versucht hat, sich zu überlegen, der Autor, der Dürrenmatt oder wer es immer ist, muss sich doch etwas dabei gedacht haben. Was hat er sich gedacht? Schlimm wird es, glaube ich, und das meint sie ja doch wohl, wenn er von vornherein von einem ganz anderen Standpunkt ausgeht, eben nicht immanent, sondern, ja, wie soll man sagen, transzendent oder transzendental kritisiert. Wie würden Sie das gegen? Ja, ich glaube, dass nicht, es ist wichtig, dass überhaupt zwischen Kritiker und Schriftsteller wieder so etwas wie ein Gespräch aufkommt.
Und das ist natürlich auch eine, ich möchte sagen, eine Lage entstanden, in dem es heute fast eben Erscheinungen gibt, die ja nur Kritiker sind. Früher war die Kritik, war eigentlich Angelegenheit des Schriftstellers selber. Ich meine, einer der größten Kritiker ist Lessing gewesen, der war ja selber ein sehr guter Autor. Und ich glaube, dass der Schriftsteller sich ja selber darum kümmern muss, dass er die Kritiker zu erziehen beginnt, die er braucht. Ich meine, Sie können das bei Goethe, im Briefwechsel von Goethe und Schiller nachlesen, wie die ja sehr bewusst Leute eingesetzt haben, die sie also, von denen sie wussten, sie würden sie gut kritisieren. Das ist nun also ein etwas dickes Beispiel. Die beiden, Goethe und Schiller, waren ja eine wirklich großartig organisierte Angelegenheit. Sie haben sich sehr um ihr eigenes Lob verdient gemacht. Und Sie haben auch selbst unter anderem Namen gelegentlich Rezensionen über die eigenen Werke. Ja, das wissen Sie noch besser als ich. Und ich glaube, dass heute ist es so, dass es ist gewissermaßen das Gegenteil eingetroffen. Die Kritiker und die Schriftsteller, das sind so wie verschiedene Kontinente und dann gibt es so Funken hin und her, aber es gibt kein richtiges Gespräch. Ja, daraus geht doch aber Folgendes hervor, dass Sie zunächst einmal der Ansicht sind, und das finde ich sehr wichtig, ich habe das in Ihren Schriften eigentlich, das mag meine Schuld sein, nicht gefunden, dass Sie die Kritik als eine für den Schriftsteller notwendige Instanz sehen, nicht nur als eine Instanz, die Reklame macht für den Schriftsteller, ihn popularisiert, sagen wir etwas milder, sondern dass der Autor den Kritiker als Gesprächspartner braucht. Ja, ich glaube sogar noch mehr. Also Sie sehen, ich denke noch die Rolle des Kritikers eigentlich noch positiver. Der richtige Kritiker ist auch eine Arbeitsentlastung des Autors. Als Autor will ich doch eigentlich ein Werk schreiben und in dieses Werk, das ist für mich eine in sich geschlossene Sache. Ich will ja nicht Aussagen machen. Es geht ja nicht darum, ob ich nun also Sätze, die für die Moral oder für die Ökonomie oder ich weiß nicht was, also wichtig sind und da Personen aussprechen lasse, sondern ich zeige auf der Bühne, sagen wir einmal, ein Geschehen. Und der Kritiker ist eigentlich der Mann, der nun die Aussagen, die der Autor eben nicht zu machen braucht, aussagt. Ich weiß nicht, ob Sie... Also Interpret, Deuter, Formulierer dessen, was der Autor nur andeutet. Nicht einmal andeutet, sondern der Autor gibt eine Struktur, er gibt ein Ereignis, er gibt ein Geschehen. Und ein Geschehen ist an und für sich ein Phänomen. In diesem Geschehen kann man nun die... Augenblick, aber ich habe den Eindruck... Gerade Sie misstrauen dieser sicherlich sehr notwendigen und richtigen Aufgabe des Autors. Sie sagen, es ist nicht wichtig, eine These zu geben. Es ist wichtig, das Gestalten einen bestimmten Konflikt, eine bestimmte Handlung bieten. Aber gerade bei Ihnen, und ich finde das hervorragend und gerade für den Kritiker wichtig, gibt es ja eigentlich, soweit ich sehe, kein einziges Stück, das nicht ein Vorwort oder Nachwort oder 21 Punkte zu den Physikern oder einen ganzen Traktat Theaterprobleme oder auch essayistische Arbeiten enthält. Ja, ich glaube, das ist, geschieht eben aus einer gewissen Not heraus. Also eigentlich war ich ja immer der Ansicht, man hätte sich über das, was man tut, nicht zu äußern. Aber das ist eine sehr romantische Einsicht und ich sehe immer mehr ein, dass das also von mir ein großer Romantizismus war, das zu glauben. Also ich glaube, ist objektiv auch gar nicht richtig. Ich glaube, es ist objektiv auch gar nicht richtig. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben zu wenig, der heutige Kontakt, die heutige, ich möchte was sagen, der Kontakt der Leute, die eben sich mit Literatur beschäftigen, ist heute zu gering. Ich glaube, wir haben kein literarisches, wir haben kein kulturelles Klima mehr. Ich glaube, das ist eine Sache, das vielleicht schon sehr lange ist. Also ich glaube, Shakespeare brauchte keine Vorworte zu schreiben. Stimmt zwar auch nicht ganz, gebe ich zu, er hatte dann sehr, sehr geniale... Er hat dann Einschaltungen gegeben in die Werke, die eigentlich auch Vorworte sind. Wenn Sie denken, dass zum Beispiel
Der Prolog des Heinrich des Fünften, das ist ja nun eine sehr geniale Beschreibung seines Theaters. Also und was Hamlet Theaters, den Schauspielern sagt, ist ja auch eine Einleitung, eine Art Vorwort. Ja, das ist wahrscheinlich einfach eine Art Fasskritik Shakespeares zu der Schauspielkunst, die er vorgefunden hat. Natürlich, ich glaube, es ist ein kritisches Äußerung. Aber im Allgemeinen glaube ich doch, dass der Kritiker und der Schriftsteller, wenn es eben stimmen würde, wäre etwas, wäre eine sehr, sehr interessante Verbindung, gäbe eine große Möglichkeit, die heute weitgehend nicht da ist. Bitte. Es gibt auch zu wenig Kritiker und es gibt vielleicht auch zu wenig Schriftsteller. Ja, aber Sie sagten vorher etwas, was ich nicht ganz verstanden habe. Sie sagten, früher wäre die Kritik zum großen Teil eine Art Nebenbeschäftigung oder Zweitbeschäftigung von Schriftstellern gewesen, wie Lessing oder Friedrich Schlegel und so weiter, Goethe und Schiller auch und so weiter und so weiter. Heute hingegen gäbe es ab und zu die Gestalt des Berufskritikers, also des Mannes, der nur oder fast nur Kritik macht. Ist das und schlecht? Nicht selbst schreiben. Ja, und nicht selbst Dramen oder Romane. Ich würde nicht einmal sagen, dass das schlecht ist. Wenn wir zum Beispiel, ich liebe sehr Lessing, aber trotzdem wäre es mir eigentlich doch lieber gewesen, also Lessing hätte noch einige Dramen mehr geschrieben und etwas weniger Kritik. Und etwas weniger das sich herumbalgen, nicht mal also auf dieser Ebene. Also es ist eigentlich schade, dass wir nicht mehrere Dramen von Lessing haben. Ja, nun ist man steht immer so, es ist eine Verführung, Kritik oder Dramaturgien zu schreiben. Ich habe jetzt gerade wieder eine längere Arbeit von für mich eine riesenlange Arbeit von 30 Seiten geschrieben. Also das ist immer eine Verführung. Man hat dann nachträglich trotzdem etwas ein schlechtes Gewissen. Hätte man nicht lieber irgendwie wieder ein neues Drama begonnen oder so weiter. Der Lessing hat es ja umgekehrt gesehen. Er sah sich in erster Linie doch als Kritiker, als ein fleißiger, kultivierter, gebildeter Mann. Sah diese Schlussworte in der Hamburgischen Dramaturgie, kennen wir ja. Alle sein eigentlich dramatisches Genie als etwas, das mit Schrauben und Pumpen hervorgebracht würde. Und Emilia Galotti zum Beispiel ist von ihm ja eigentlich gedacht als eine Probe aufs Exempel seiner Dramaturgie, also gerade nicht das Umgekehrte. Und Nathan der Weise hatte nur geschrieben, als man ihm verboten hat, mit dem Pastor Götze nun ernsthaft noch theologisch sich herumzuzanken. Ich würde sagen, beides ist natürlich wichtig und Sie sind natürlich dieser gleichen Meinung. Die kritische Prosa Lessings möchten Sie auch ungern vermissen. Nein, also die Hamburger Dramaturgie nie. Natürlich. Die möchte ich nicht vermissen. Auch sagen wir, der Götz ist sehr, aber da gibt es eben sehr lange Strecken, die sind doch für uns sehr... Sehr zeitgebunden, ja. Und ich meine, ich möchte nur sagen, was heißt... Auch, ich meine, Sie kennen auch die Frage bei Goethe. Goethe hatte zu wenig Echo und hat auch viel zu wenig vielleicht auf Theater geschrieben oder vielleicht hat er schon zu viel geschrieben, das wollen wir nicht untersuchen. Aber im Allgemeinen sollte der Dramatiker eigentlich eben Dramen schreiben und der Kritiker sollte Kritik. Trennung. Und Kritik ist, es ist ja nicht eine Trennung, dass nun ein genialer Kritiker ist ja auch ein genialer Schriftsteller. Kritik ist ja an sich nicht etwas Minderwertiges. Nur ist es heute, glaube ich, doch so, dass die Kritik, dass sie an die Tageszeitung gebunden ist, also seine Aufführung, drauf kommt gerade die Kritik, da ist ja auch vom Kritiker her die Arbeit gar nicht zu leisten, die er eigentlich leisten sollte. Aber das ist ja gerade die Tageskritik, die dann weitgehend bestimmend ist. Nicht, also sagen wir mal, ein Werk beurteilen ist etwas ungeheuer Schwieriges. Und man kann jetzt immer die Fehlurteile, die immer passieren, aufführen. Aber es ist schwierig und es ist ja oft erst die Zeit, die über den Wert oder den Unwert eines Stücks
entscheidet aber auch die Zeit, macht ja Fehler. Nun ja, da gibt's auch 100 Dinge und Äußerlichkeiten. An dem Abend kann der Schauspieler schlecht gewesen sein. Bei einer Premiere war der Regisseur, der falsche Regisseur, hat das Stück nicht verstanden. Das alles ist möglich. Der Kritiker muss zunächst mal ja das beurteilen, was er am Abend auf der Bühne sieht. Eine ganz andere Frage ist die. Der wirkliche Kritiker wird sich bei einem neuen Stück, nun nehmen wir von Ihnen oder von Peter Weiß oder Martin Walser oder Rolf Hochhuth, ja nicht nur fragen, was ist an dem Abend zufällig gut oder schlecht gespielt worden, was ist bei diesem oder jenem Publikum angekommen oder nicht angekommen, sondern muss sich ja fragen, was ist eigentlich die Entwicklung des Dramatikers Dürrenmatt oder Peter Weiß? Er muss dann über den Rahmen des Theaterberichts hinausgehen, dann wird er der große Kritiker in der Sinne der Form, nämlich der Essayist, der nun versucht, der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt oder Peter Weiß oder Bertolt Brecht zu werden. Und dann entsteht doch aber eine sehr autonome und wichtige Art der Literatur. Meinen Sie nicht? Das glaube ich schon. Und darum glaube ich, dass die Entwicklung der Kritik ist ja auch etwas, was eben für die Literatur sehr wichtig ist. Ich glaube nur, dass die Kritik, wie sie heute ist, nur eben in wenigen Fällen dessen entspricht, was sie eigentlich sein sollte. Aber das ist wahrscheinlich immer so gewesen. Eben. Das ist auch nicht eine Frage also, der Begabung. Das Jammern der Schriftsteller über die Kritik, die ist immer da gewesen. Sie kennen ja alle heftigen Äußerungen. Und ich glaube, dass man die Äußerungen, die ich so, sagen wir mal, hin und wieder tue, dass man die auch nicht ernster nehmen sollte als andere Äußerungen des Unmuts. Das ist eine, ich möchte mal sagen, das sind Funken, die der Tag bringt. Ja. Aber trotzdem ist es ja dann so, dass das Kritische, das wirklich kritische Bemühen ist eben, geht Hand in Hand mit der Literatur und ist notwendig. Je mehr gute Kritiker es gibt, desto besser, nicht? Ja, nun passen Sie auf, jetzt habe ich aber Blut geleckt. Sie haben ebenso en passant gesagt, da hätten Sie eine für Ihre Verhältnisse größere Arbeit über Fragen offenbar der Dramaturgie geschrieben. Darf man fragen, um was geht es da bei dieser neuen Arbeit von Ihnen? Oh, das ist eigentlich eine Darstellung von verschiedenen dramaturgischen Aspekten, also ich gehe, sagen wir mal, sehr mal davon aus, von der Erzählung, ich gehe davon aus, dass die Dramatik aus der Erzählung kommt, das ist eine Technik des Erzählens, die Dramatik, und nun fange ich an mit verschiedenen Techniken, und ich komme zuerst zu einer Feststellung, dass es nun eigentlich eine Erzähltechnik gibt, die vom Ich ausgeht, die also vom Subjektiven ausgeht, und eine Erzähltechnik, die zum Objektiven hinstrebt. Denn jede Erzähltechnik ist natürlich an sich etwas Subjektives, aber sie kann zu einem Objektiven hinstreben. Nun haben Sie auf einer Seite, haben Sie also, sagen wir mal, die Ich-Romans, haben die Tagebuchliteratur, Sie haben dann die Bekenntnisliteratur, dann kommen die fingierten Ichs, es gibt Ich, die sind so seltsam in der Schwebe, nehmen Sie das Ich von Brust in seiner verlorenen Zeit oder der Gantenbein, das Gantenbein-Ich. Und dann haben Sie zum Beispiel das stilisierte Ich von Kafka, K. Ja, nicht der eigentlich. Mann, ja, aber zum Beispiel, ja, ich glaube schon weniger, aber zum Beispiel, das ist sehr interessant, das Kafka, das K, das ist genauso wie Cäsar, der von Cäsar in der dritten Person schreibt. Oder dann Stalin, der von Stalin gesprochen hat. Und dann haben Sie die Loslösung, da haben Sie die fingierten Ichs, zum Beispiel das Ich von Gullivers, von Reisen. Ja. Dann haben Sie zum Beispiel das Ich des Jean-Paul, das ist also, er erzählt eine Geschichte, aber sein privates Ich, das greift in diese Geschichte rein, ist also ganz überlegen. Dann haben Sie plötzlich den fingierten Erzähler, zum Beispiel, das habe ich einmal gebraucht, sagen wir mal in einem Roman von mir, das Versprechen, da erzählt mir jemand eine Geschichte. Ich tue also so, als ob, nicht?
Und dann haben Sie diese Geschichte... Wobei Sie durchaus als Dürrenmatt in Erscheinung treten. Ja, nicht, das Dürrenmatt, ja. Aber rein erzählt mir das. Und dann habe ich die, habe ich zum Beispiel eben Geschichten, da ist überhaupt kein Ich mehr da, das ist scheinbar rein erzählt, rein objektiv. Wie ist die Panne erzählt? Ja, zum Beispiel die Panne. Aber nun nun kommt die Dramatik, und da glaube ich, da komme ich zu meinem ersten Mal, meiner ersten Hypothese. Dramatik kennt kein Ich. Die Dramatik ist ohne Ich. Die Dramatik der Unschauspieler. Ist das ganz richtig, die These? Es ist mal eine Arbeitshypothese. Ja. Ich arbeite ja, wir müssen gibt's ja... Gibt es bei Thornton Wilde, unser kleiner Erzähler. Kein Ich. Aber der Erzähler ist ein Regisseur, der auf richtig. Der Bühne erzählt, ja, ist kein Ich. Auch. Ich habe zum Beispiel als Illustration, was ich meine, habe ich ja eine Behauptung aufgestellt, man könnte die Schwierigkeit des Ichs, könnte man genau studieren, zum Beispiel in den Dramatisierungsversuchen mit Kafka. Sie wissen ja Brot. Ja. Brot hat Kafka das Schloss gemacht. Auch den Prozess. Und auch den Prozess. Ja. Also das Prozess und Schloss ist dramatisiert. Und dann ist nun sehr, sehr eigenartig, nicht? Sie kennen ja die Kafka-Erzählungsweise, dieses stilisierte Ich, das nun jede Rede, jeder Dialog oder alles, was dieser K sagt, wird ja vorher ungeheuer begründet mit Gedanken. Ja. Und es ist fast alles von K aus gesehen. Völlig richtig. Man sieht ja nie K selber, sondern es ist alles wie von K aus gesehen, ist lange Gedanken und dann entschließt er sich und dann spricht er. Und nun, wenn man nun dieses lange Denken, diese Vorbereitung wegnimmt und das nun objektiv mit K als einem sichtbaren Helden darstellt, ist es eine totale Verfälschung von Kafka. Und man könnte, behaupte ich zum Beispiel in dieser kurzen Dramaturgie, man sollte eigentlich Kafka, man könnte ihn dramatisieren, man könnte ihn eigentlich verfilmen, indem die Kamera das Auge Ks wäre. Das Auge dieses Herrn K. Und man würde nie K sehen, sondern wenn er nur mit jemandem spricht, man würde diesen Menschen sehen. Es würde alles also so gefilmt mit dem K als unsichtbarer Schein. Das ist also eine Möglichkeit, wenn man schon dramatisieren wollte. Man könnte dann auch Monologe einblenden oder so. Sagen wir mal, ein Ich herzustellen mit Hilfe der Kamera. Das kann die Erzählung eben sehr gut. Der Leser kann in dieses Ich hineinschlüpfen. Ja, also das ist mir sehr Wasser auf meine Mühle, denn ich darf Folgendes sagen, es ist interessant, die meiste germanistische Literatur über Kafka behauptet nämlich das Gegenteil, und das ist völlig falsch. Ich bin vollkommen ihrer Meinung, die behauptet, Kafka ist ein objektiver Erzähler. Nein. Es ist gar nicht. Kafka sieht ununterbrochen aus der Perspektive einer einzigen Gestalt. Und es ist ganz richtig, wenn Sie sagen, wenn man das verfilmt, Schloss oder Prozess, bei dem Amerika-Roman ist es ein bisschen anders, dann muss man auch alle Dialoge von der Gestalt her sehen. Es sind gehörte Dialoge, so wie die Gestalt sie hört, nicht ein objektiver Bericht eines Erzählers. Ja, das ist wichtig. Dann glaube ich, dann also von dieser, komme ich mal zur Arbeitshypothese. Ich zeige nämlich, wie das Ich ins Drama hineinkommt. Also die Bühne kennt kein Ich. Das ist einmal eine Definition, eine Arbeitshypothese, die ich über die Dramatik gehe. Und dann untersuche ich nun zuerst einmal die Abhängigkeit jeder Dramaturgie von dem vorhandenen Theater, und ich führe das am Exempel von Aristoteles aus. Es war etwas schwierig, das zu schreiben, ich musste auch sehr viel lesen, und vor allem musste ich wieder Aristoteles lesen und Tragiker lesen, und nun zu zeigen, wie eigentlich Aristoteles als Literaturwissenschaftler im Grunde nichts anderes beschreibt als das vorhandene Material, was er nämlich hat, die attische Tragödie. Und das ist eigentlich das, was er nun beschreibt, eben die Beschreibung dieser attischen Tragödie ist und seine sogenannte Einheit nichts anderes ist als die spezielle Form dieser attischen Tragödie, dass es aber nicht ein Gesetz ist.
Das also ich, und dann komme ich, ich stelle also zum Beispiel der Schauspiel, den Schauspieler, was ist der Schauspieler ohne Maske? Stellen Sie nicht, und auf Kulturen, stellen Sie sich nun so ein Wesen da ist, also er kann sich ja auch sehr schwerfällig bewegen, hat eine Maske. Und nun, was kann er eigentlich? Er kann ja nicht handeln, so ein Schauspieler. Sondern er kann eigentlich nur in Klagen ausbrechen, er kann Befehle erteilen, er kann Handlungen hinter Szene, kann er in Bewegung setzen. Und reflektieren. Er kann reflektieren, er kann Prophetien machen, er kann, er ist also ungeheuer gehemmt, aber er kann zum Beispiel nicht morden, er kann nicht essen. Ja. Nicht? Es ist, und nun kommt, er kann auch aus nicht sterben. Dieser, er kann auch nicht sterben, ja. Aus dieser merkwürdigen Gebundenheit an das, an das, an das Theatermittel kommt ja Aristoteles zu der merkwürdigen, aber sehr richtigen Definition, dass die Tragödie, sie ahme nicht Menschen nach, sondern nur Handlungen und Mythen. Was meint er nämlich damit? Die Tragödie ist an den Mythos gebunden, das ist ein Stoff, der jeder kennt, das habe ich schon in den Theaterproblemen entwickelt. Und nun, weil diese Mythen da sind, kann er die nun also nachahmen. Und die Figuren, die auftreten, wahrscheinlich schon in Maske, sofort kenntlich als Ödipus, die waren ja sehr bekannte Figuren, ja. Oder als Clytemnestra, oder was sie nun darstellten. Das sind nun tatsächlich Nachahmungen, wie man sagen kann, zum Beispiel eine Marionette ahmt einen Menschen noch. Nicht? Aber es ist der Schauspieler, ja, ohne Maske. Und ich glaube, dass hinter jeder Dramaturgie im Grunde eine Beschreibung des eigenen Theaters ist. Sie sehen das zum Beispiel bei Brecht, der sagt, im Grunde wollte ich eigentlich nur wissen, wie führt man mich richtig draus auf, und das hat man aus mir gemacht, aus meinem Neugier, mich richtig darzustellen, das hat man gemacht, das epische Theater. Übrigens im Philosophischen ist es auch richtig, Sie sprachen von Aristoteles, er hat seine Ästhetik nicht als allgemeine Gesetzlichkeit entwickelt, sondern als Quintessenz dessen, was er im Dionysos-Theater vorfand. Ja. Hegel, der nun ein Ästhetiker war, hat seine Ästhetik abzuleiten versucht von dem klassischen deutschen Theater, weitgehend von Goethe, Schiller, dem Lessingschen Theater, das er vorfand. Aber Hegel, zu Unterschied von den anderen, war doch der Meinung, dass es sich hier weitgehend um etwas handeln müsse, was Allgemeingültigkeit. Sollten wir eigentlich über Nero beim Brande Roms reden? Ja, das wird einen schönen Brand hier ergeben. Das gibt einen schönen Brand. Kann hier platzen. Nein, ich würde nichts machen. Ja. Ja, na, sehr, sehr Dürrenmatt, ich habe Sie enttäuscht. Also diese Panne wäre ungefähr bewältigt, ja. Deshalb so schlimm. Kehren wir zurück zu Aristoteles und zu ihrer Dramaturgie. Ja. Wenn ich also recht verstanden habe, beanspruchen Sie für diese Dramaturgie, die Sie geschrieben haben und die wir beide ja noch gar nicht kennen, weil sie ja noch nicht veröffentlicht ist, nicht mehr, als dass es sich hier um eine Deutung Ihres eigenen Dramas handeln soll. Ja, sie soll eigentlich nicht eine Allgemeingültigkeit haben, sondern als Ergänzung zu Ihrem dramatischen Schaffen. Ja, ich glaube, das, was ich sage über Aristoteles, ist ja eigentlich nur die Einleitung, denn was nachher kommt, ist, ich stelle eigentlich drei Aspekte des dramaturgischen Denkens dar, und zwar die Dramaturgie von der Idee oder vom Zwecke her, da behandle ich Schiller und Brecht, dann die Dramaturgie vom Einzelnen her und die Dramaturgie vom Stoffe her. Was heißt Dramaturgie vom Einzelnen? Können ja, Sie erläutern, das ist, was, das heißt? Was ich damit will, es ist eigentlich eine etwas vielleicht sehr verblüffende Darstellung des sogenannten absurden Theaters. Das hat mich also rein, ich habe Ionesco gelesen, ich habe Becker gelesen. Und nun stelle ich nun hier eine rein, wenn Sie wollen, eine Theorie auf. Und es ist ja sehr interessant, die dramaturgischen Schriften, oder vielleicht gibt, ich habe nur eine Schrift von Ionesco gelesen, und Ionesco sucht eigentlich, wenn man ihn richtig interpretiert, das reine Theater, das Theater an sich. Das heißt, er sucht das Urtheater,
dass es heute noch gibt, und er kommt dazu eigentlich zum Clown. Nicht, die Ionesco definiert etwas sehr unglücklich. Er sagt zum Beispiel, das Theater könne nichts anderes sein als also, nur reines Theater. Das ist natürlich Unsinn. Das Theater ist ja immer etwas anderes. Ein Mord auf dem Theater ist ja nie ein Mord, sondern ist ein gespielter Mord. Also sagen wir mal, die Identitätsgleichsatz, Theater kann nur Theater sein, wie Ionesco sagt, ist ja, aus der kann er keine Dramaturgie entwickeln. Aber etwas ganz anderes ist nun eigentlich ein unliterarisches Theater, Theaterelemente zu suchen, von denen man ausgehen kann. Und da kommt nun die Figur des Clown, die heute ja sehr wichtig geworden ist. Und ich behaupte nun, dass die ganze Situationsdramatik, die sie ja bei Beckett und bei Ionesco, ich rede nicht vom Stückeschreiber Ionesco, sondern vom Situationsdramatiker Ionesco, also der Ionesco-Dreinakter, dass diese Dramatik eigentlich aus dem Clown hervorgegangen ist. Ja, aber das hängt nun eben mit der Rolle des... Nun gehe ich noch einen Schritt weiter, und ich behaupte, dass hinter dem Clown im Grunde das philosophische Begriff des Einzelnen sich verbergt. Und das, ich mache nun die, ich weiß nicht, ob das eine Fiktion ist, aber ich glaube, dass das letzte Jahrhundert als Resultat zwei große Denkrichtungen hervorgebracht hat, neben der Wissenschaft. Und das ist vom Allgemeinen her den dialektischen Materialismus und vom Ich des Idealismus und das romantische Ich, dieses übersteigerte Ich, ist zum Begriff des Einzelnen geworden, das heißt eigentlich zur Existenzphilosophie. Ja, das ist also eine These. Und darum nenne ich eine andere Dramaturgie als die Brechtsche, die Dramaturgie vom Einzelnen her. Das heißt, es ist der letzte Held, den es noch gibt, den Vagabunden, den Einzelnen, der eigentlich jeder Beruf oder was alle er treibt, ist nebensächlich geworden, diese Theater gestoppt. Ja, Sie haben sagen Folgendes. Und zunächst darf ich es mal sagen, der dialektische Materialismus würde diesen Einzelnen nicht akzeptieren, es sei denn, dass der Einzelne ein Repräsentant irgendwelcher Ideen, Klassen, Es sind ja zwei Denkrichtungen, die sich ja nicht decken. Und Sie sehen zum Beispiel, bei Sartre ist ja zum Beispiel das Eigenartige, dass Sartre seinen Marxismus aus dem Existenzialismus begründen will, und das lehnen dann die Marxisten ab. Was ja auch nicht gehen kann. Ja, das ist jetzt eine andere Sache. Ja. Es sind also, was ich behaupte, es gibt zwei, vom letzten Jahrhundert gibt es zwei Denkrichtungen, die sich unmöglich decken können. Gut, Sie sagen also Folgendes. Sie sagen, der Held im romantischen, idealistischen Sinne ist nicht mehr möglich, weil das Thema Schuld und Sühne, Verantwortung... Ich komme noch etwas anderes. Ja. Was Sie im Existenzialismus, zum Beispiel dieser Einzelne, der nun also in der Angst oder von dem Nichts gegenüber, oder Sie kennen ja diese ganze Philosophie. Und ich behaupte nun noch etwas anderes, und das glaube ich das Wichtige. Dieser Einzelne ist nun im Grunde das objektivierte Ich. Das heißt, objektiviert, wovon? Ich möchte sagen, dass ich das Objekt geworden ist. Nicht, es ist also, sagen wir mal... Für den Schriftsteller oder für wen? Für den Schriftsteller. Für den Schriftsteller. Nicht, also für den Schriftsteller stellt er nun im Grunde ein Ich auf. Sie kennen ja diese ganze Ich-Philosophie aus dem Idealismus, ja, natürlich. Das Fichtes und so. Ja. Das hat sich mit Kierkegaard und so zum Einzelnen zusammengezogen, und aus dem Einzelnen heraus wird das bei diesen modernen Schriftstellern, das Ich als Bühnengestalt, wird es gewissermaßen auf die Bühne hineingelistet. Aber der andere ist auch da. Das Ich braucht nur die Beziehung zum anderen. Ja, das ist nun sehr interessant. Was ist der andere? Das ist nun auch ein Ich, und das ist ja diese merkwürdigen Dialoge, die einander eigentlich nicht erreichen.
Nicht, ich meine, die... Bei Sartre nicht, bei UNESCO auch nicht. Bei Sartre und besonders bei Beckett nicht. Nicht? Sicher. Es sind diese absolut isolierten Figuren, das sind also nichts anderes als versteckte, objektivierte Ichs. Nicht? Also sagen wir mal, es gibt eine objektiviert Art, von einem Ich her, nämlich von einem Ich, vom Schriftsteller. Nicht? Ja. Also das ist eine These, die ich also im Mittelteil, die braucht man nicht besonders ernst zu nehmen, mache. Und dann komme ich zur Dramaturgie vom Stoffe her. Das ist also mehr ein Vorwort zu einer Dramaturgie vom Stoffe her. Ich bin nicht ganz sicher, Herr Dürrenmatt, ob ich alles verstanden habe. Sie sagten vorher, es gäbe kein Ich eigentlich im Drama. Und irgendwie möchte ich doch widersprechen. Sehen Sie, wenn wir uns die Geschichte der Weltdramatik der letzten Jahrhunderte sogar ansehen, es ist immer, nein, nicht immer, bei Ihnen gewiss, in Ihrer Dramatik gibt es kein Ich, glaube ich, auf der Bühne, wenn ich an Ihre Stücke... Bei Brecht bestimmt auch nicht. Bei Brecht nicht. Bei Frisch gibt es zum Beispiel, es gibt Ich-Dramatiker, das heißt... Ich halte sogar, wenn Sie wollen, einen der genialsten Ich-Dramatiker in einem gewissen Sinn, vielleicht Strindberg. Ja. Ich möchte das... Sogar Kleist in einem Mann. Ja, nicht, ich möchte nur etwas sagen. Es ist ja nicht so, dass ich nun sage, es gibt... Aber auch dort ist es doch so, dass natürlich schreiben Sie ganz vom Ich her, zum Beispiel auch Kleist oder so. Aber die Bühne selber... kennt eben kein Ich. Es sind nun eben objektive Figuren. Es ist eben doch Hamburg und nicht gleich. Ich meine, es ist auch so, dass bei Beckett eben dann nicht Beckett auf der Bühne steht, sondern es steht eben dann trotzdem ein Schauspiel. Oder sogar vier Gestalten in Wagner auf Godot, die alle vier Beckett sind. Nicht? Ja, aber das gilt für Beckett. Das gilt für Brecht, das gilt für Ihr Drama. Das gilt nicht unbedingt für das Drama des 18. und 19. Jahrhunderts. Wir können doch ohne zu übertreiben sagen, dass wir im Faust ein Goethe-Ich haben, aufgespalten auf die Gestalt des Faust und des Mephisto. Dass wir bei Shakespeare ein Ich haben, Prospero ist. An gewissen Stellen. Glaube ich. Prospero, das ist sicherlich nicht. Ich glaube sogar bei Faust, also mit den zwei Seelen, auch in seiner Brust, trotzdem kann man nicht sagen, das sei nun Goethes Ich. Nein, ich glaube, die Grundthese, Johann Matz, ist richtig. Es kennt kein Ich. Nein, ich möchte an einen Ausgangspunkt unseres Gesprächs nochmal kommen. Da sehe ich gar nicht die Schwierigkeit in Ihrer Analyse. Die halte ich durchaus für richtig, dass die Bühne dieses Ich, wie bei Kafka oder im Gantenbeinfalle, nicht kennt. Aber ist denn das eine Art des Erzählens? Sie scheinen doch diese Art des ichlosen Erzählens als Erzählen zu betrachten. Nein, nein. Nicht. Also das ist nun eine große Schwierigkeit, ich zeige das auch zu einem anderen Begriff der Nachahmung. Ja. Mit dem Begriff der Nachahmung, der also zum Beispiel sogar auch bei Brecht im Sinn von Abbildung weitergeht, kommt man nämlich gar nicht mehr sehr weit. Und nun zu sagen, dass man muss also ganz andere Begriffe, es ist ja auch, das Erzählen ist ja nur ein, ich sage, es sei einmal von, sagen wir mal, von grosser Modo gesehen, eine Technik des Erzählens. Aber dann entsteht eben etwas, das nicht mehr Erzählen ist, sondern ein Darstellen mit einer ganz anderen Art, mit etwas Objektiv, mit dem Schauspieler, man schreibt die Rollen, und hier am Begriff des Erzählens zu kleben, hat ja dann gar keinen Sinn mehr. Es ist ja nur ein Ausgangspunkt. Ja, das wollte ich präzisieren. Also das würde ich eben auch sagen, denn sonst werden ja alle Gattungen verwischt. Es ist ein reiner dialektischer Ausgangspunkt, den ich da nehme, um mich dann genau abzuheben. Ich muss ja irgendwo ab. Ja. Ich meine, es ist fast genau, wie Aristoteles sagt, alle Dramatik kommt vom Mythos her. Ich meine, man fängt mit dem Erzählen da und dann kommt der Sprung zur Dramatik. Und das ist dann selbstverständlich etwas ganz anderes. Aber wird etwas abgebildet? Wird etwas abgebildet nach Ihrer Meinung? Der Frisch hat ja, die kennen die Rede über den Autor und das Theater, gesagt, es habe noch nie ein Dramatiker überhaupt die Wirklichkeit abgebildet, um sie hinterher zu verändern, weil das gar nicht gehe. Ist denn das richtig? Ja, was heißt nun, das ist nun also in dieser Sache abbilden, um etwas... zu erreichen, nicht? Da bleiben wir erstmal beim Abbilden selbst. Wird überhaupt Wirklichkeit abgebildet? Bilden Sie Wirklichkeit ab in den Physikern?
Ja, also Wirklichkeit abbilden im strengsten Sinn, glaube ich, könnte man heute nur noch behaupten, dass die fotografische Platte oder zum Beispiel der Film, der bildet nun etwas ab. Ein Abbilden ist ja auch ein Begriff, mit dem ich heute nicht mehr arbeiten kann. Ich kann selbstverständlich als Schauspieler kann ich fixierte Gestalten, ich kann Hitler, ich kann Chaplin nachahmen. Aber Sie können ja nicht Falstaff nachahmen, wenn Sie Falstaff spielen wollen. Nicht? Ja. Sicher ist doch, dass der Autor nie eine Abbildung anstrebt. Auch der naturalistische Dramatiker, auch Hauptmann, hat doch im Grunde doch nicht eine Abbildung der Welt geben können und geben wollen. Ja? Auch das Hauptmannsche Drama ist doch keine Abbildung. Nein, und das ist sehr richtig. Und vor allem ist jede Handlung, besteht ja aus ungeheuren vielen Kniffen, die ich anwenden muss auf dem Theater, damit sie als Handlung erscheint. Ich könnte sagen, das Theater erweckt die Illusion, es werde hier Wirklichkeit abgebildet. Ja, ich darf Ihnen der Witz besteht darin, dass sie diese Illusion erwecken muss. Sie können doch auf dem Theater vielleicht eine Gerichtssitzung annähernd abbilden, weil eine Gerichtssitzung etwas, sagen wir mal, eine festgelegte Form ist, die sich nun so abspielt, die also abbildbar ist. Aber bilden Sie mal auf der Bühne einen ganzen Tag ab. Ja, es ist immer sehr interessant. Also die Brecht-Erfahrung, von denen ich Ihnen hier ein Beispiel geben kann, die vollkommen deckend mit dem ist, was Sie eben gesagt haben. Brecht hat mal versucht, für das Berliner Ensemble den Wiebertwels und den Roten Hahn an einem Abend zusammenzudrängen und wollte zu diesem Zweck den Biberpelz nun von Brecht her bearbeiten. Und es gelang ihm nicht, weil er feststellte, dass die Techniken, die Kniffe, die Hauptmann anwandte, so abgefeimt und genau kalkuliert waren, dass selbst der große Dramaturg Brecht daran nichts ändern konnte. Aber das ist eigentlich sehr charakteristisch. Ja, das ist überhaupt. Hauptmann ist ja viel, viel kunstvoller, als man sich das vorstellt. Natürlich. Nehmen Sie nur ein Stück wie die Ratten. Ja. Wie genial zum Beispiel. Eins seiner großartigsten Stücke. Es ist ja auch dadurch genial, dass die Form dieses Stücks innerhalb des Stücks diskutiert wird. Ja, natürlich. Ohne dass man drauf kommt, entwickelt sich plötzlich in diesem Theaterboden plötzlich eine riesige Diskussion über die Braut. Die Kritik des Dramas, Braut von Messina geredet wird in den Ratten, haben wir ja eigentlich eine Kritik des früheren Dramas in ähnlicher Form, wie wir im Hamlet eine Kritik des Theaters haben, das Shakespeare vorgefunden hat. Nun aber eine andere Frage zu dem, was Sie vorher sagten. Sie haben so en passant die Frage des Helden erwähnt und sagten, wenn ich Sie recht verstanden habe, eigentlich nur noch der Vagabund, der Clown als Held möglich. Ich rede jetzt vom Einzelnen. Das neueste deutsche Drama der letzten Jahre, das Drama von Weiß, von Hochhut, von Walser, bringt aber auch einen Helden, bietet uns einen Helden, der nicht nur Clown ist. Das sind Versuche, nicht immer gelungen. Wo ist bei Weiß der Held? Im Marat. Ich würde sagen, sowohl Desart als auch Marat. Wir haben zwei Helden, beide sind Clowns nicht. Nein, es sind Clowns nicht, aber sie sind Spieler und Gegenspieler, aber nicht im Sinne von Held und Repräsentanten. Nicht, also ich aber doch bei Walser, bei Hochhut, da haben wir eindeutig Helden. Ob gelungen ist? Ja gut, aber Hochhut arbeitet sehr bewusst mit der klassischen schillerschen Dramaturgie. Ja, das ist, ich meine, Hochhut ist ein ganz anderer Fall, nicht? Der Hochhut arbeitet mit einem gefundenen Stoff, der nun, weil es der letzte Mythos ist, den es noch gibt, nämlich der Mythos des unfehlbaren Papstes, natürlich einen ungeheuren Sprengstoff hat, denn dieser Papst darf natürlich von der katholischen Kirche eben nicht als schuldig gesprochen werden, weil es nicht sein darf. Der Papst darf nicht schuldig sein. Und das ist die Sprengkraft von Hochhut. Das ist also ein Sonderfall. Er macht einen Mythos zu schillerschen Ideendrama. Ja, das nicht, heißt, spielt Don Carlos es ist auch ein Mythos. Nicht? Es ist einer der letztmöglichsten Mythen, die es gibt. Und der Papst
ist einer der letztmöglichsten Helden, die es gibt. Das könnte man paradoxerweise formulieren. Aber ich möchte ja nicht sagen, dass ich sage, es gibt heute keine Helden mehr, sondern ich stelle ja verschiedene Aspekte. Es gibt zum Beispiel eben die Brechtsche Dramaturgie, es gibt die Dramaturgie vom Einzelnen her, da versuche ich das absurde Theater dramaturgisch in den Griff zu kommen. Wie denkt dieses Theater? Und das gibt es, es gibt immer eben die Dramaturgie vom Stoff her. Und es gibt etwas, was man viel zu wenig untersucht hat. Es gibt eben, was kommt anstelle des Helden, immer mehr das Kollektiv. Ja, was ist denn die Dramaturgie vom Stoff her? Das haben Sie bisher nur angedeutet. Was ja, das ist eine, das ist, ich gehe jetzt einmal so vor, dass ich zuerst eine Analyse von Shakespeare gebe, über den sich eigentlich sehr viele ärgern. Das ist auch sehr lustig. Also Shakespeare ist ja immer ein, in der Dramaturgie ist Shakespeare ein viel größeres Ärgernis, als man glaubt. Ein größeres Ärgernis, als man glaubt. Also das ist ja dann das sehr Spannende. Und für mich ist das eigentlich eine Grunddramaturgie, das heißt, was auch bei Brecht da ist. Brecht sagt ja auch, die Fabel ist etwas vom Wichtigsten, und Brecht ist ein großer Dramaturg vom Stoffe her. Nicht? Das ist ja, gestatten Sie apropos Brecht eine Frage, es ist keine rhetorische Frage. Ja. Gut, der Held vagabund, als der Einzelne nur noch so etwa denkbar schön. Zum Beispiel Baal würde ich ja. Diese... Aber eine Frage, was halten Sie von einem Helden, Modell Galilei bei Brecht? Ist das nicht eine Heldengestalt, die heute noch, der Galilei ist vor über 20 Jahren geschrieben gewiss, heute denkbar? Ich denke da etwas merkwürdig von Galilei nicht. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, das ist meine private Meinung, ich glaube, dass ein Sonderfall irgendwo ist, der Galilei ein großartiges Selbstporträt. Und nicht im Sinn von einem Ich-Roman heraus, sondern es ist ein ganz übersetztes Selbstbekenntnis von Brecht selber. Ich glaube, es ist für mich viel aufregender als der eigentliche Fall Galilei, denn da bin ich mit Brecht etwas gar nicht gleiche Meinung. Ich glaube, Sie haben schon ein Gegenstück geschrieben mit den Physikern also zum Galilei. Ja. Aber ich sehe in Galilei, das ich für eines der besten Stücke von Brecht halte und eines der wichtigsten Stücke, ich sehe da nicht eigentlich das Problem der Wissenschaft, sondern ganz etwas anderes. Ich möchte gar nicht sagen, dass es heute nicht die Möglichkeit gibt, eben große Figuren auf der Bühne darzustellen. Nicht, ich meine, wenn ich den Abstieg des Helden beschreibe, da ist das eine allgemeine Feststellung. Es ist ein sozialer Abstieg des Helden. Ich meine auch, der Galilei ist ja kein Adliger mehr. Sie sehen, zuerst waren die Helden Halbgötter, Götter oder Heroen. Ja. Und diese Heroen wurden ja nicht wie Menschen dargestellt, sondern überlebensgroß hinter riesigen Masken verborgen, mit Trichtern noch vor den Masken, also etwas sehr Verfremdetes. Später wurden sie Könige und dann wurden sie Könige und so weiter, dann wurden sie Bürgerliche und dann es ging immer runter. Bei Büchner sind wir schon beim Wozzeck angelangt. Wozzeck, und dann geht es noch weiter runter. Was sind nun da Wladimir und Estragon, was sind das nun für, das weiß man gar nicht, was das für Vogelscheuchen sind. Also es geht rein mal objektiv gesehen in der Literatur sozial mit dem Heldenbach ab. Und das ist also eine Feststellung. Selbstverständlich kann man noch große Einzelne darstellen, aber schauen Sie mal, nehmen Sie so ein Stück wie Der König stirbt von Ionesco, da ist man eigentlich gestört, dass es ein König ist. Was für heute ist der König etwas hoffnungslos... Anachronist. Ja, es ist für die... Es ist einfach als Rolle, ist es mit dem König... Es ist nur noch symbolisch. Nur das ist ja, wollte doch Ionesco. Ja, gut, aber ja das natürlich, ist, aber es ist, ein, es ist ein falscher Symbolismus. Natürlich. Ich meine, wenn... Ich weiß, er hat sogar... sehr genau gesagt, und das ist ja schon ziemlich alt, die Schrift, wo er nämlich sein Drama aus Richard II. Von Shakespeare
herleitet und sagt, für mich, Richard der Zweite, der in einem Gefängnis sitzt, der gestürzt ist, das ist für mich der Inbegriff alles dessen, nicht, was Mensch ist, und der Zusammenbruch der Kulturen. Von dieser Gestalt hatte dann auch den König. Ich meine, das ist doch einfach Unsinn, denn Richard ist einfach ein König, durch Aristokraten in einem bestimmten Augenblick zur Abdankung gezwungen und nachher ermordet wird. Der König bei Ionesco ist der Unfug in der Konstruktion, einerseits ein König, ein Helden, ein Aristokraten, zweitens ein Jedermann zu haben. Aber Jedermann als König ist nicht Jedermann. Ja, nicht, ich möchte nur, ich möchte, Moment, bitte. Aber bitte. Nein, ich möchte nur sagen, dass ich glaube, gerade der Begriff des Einzelnen, gerade vom Existenzialismus aus gesehen, ist zum Beispiel eben der Sartre, der begann, oder eines, nein, sein zweites Stück, ich weiß jetzt nicht genau, war ja Wicklow. Ja, und das ist eigentlich der Beginn, der hat damit das absurde Theater erfunden, wenn Sie wollen. Seine späteren Stücke sind die Figuren dann schon eigentlich Helden. Das ist schon die Abschwächung. Ja, aber die Schwierigkeit mit den Helden bei Sartre besteht ja darin, dass sie einfach keine Entwicklung haben. Sartre sagt ja selbst auch in Les Mots, in die Wörter, dass er eine krisenhafte, katastrophenhafte Entwicklung gibt. Er sagt, Orest in den Fliegen ändert sich von einem Augenblick zum anderen. Das heißt, er hat keine Genese, er hat keinen Rückhalt, keine Vergangenheit und damit eigentlich auch keine Zukunft. In Wicklow ist es klar, da sind die drei Personen, Ines, Estelle und der Gassin, in der Hölle, in einem Biedermeier-Salon. Die Vergangenheit ist abgeschlossen, Zukunft gibt es nicht. In allen späteren Stücken, wenn es dann Helden werden sollen, ja, wie sollen denn Helden ohne Genese, ohne Vergangenheit, ja, ohne Perspektive werden? Möbius hat immerhin eine Vergangenheit gehabt bei ihnen, wenn auch keine Zukunft in den Physikern. Ja, das ist eben die Schwierigkeit der sartischen Dramaturgie, dass er eigentlich, das entspricht seiner Schwierigkeit, er will immer von seinem Existenzialismus, will er etwas begründen, was er damit nicht kann, Materialismus, und er ist nun in diesem Dilemma, nicht? Ja. Herr Dürnert, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Sie hier mit dem Ionesco, mit diesem Stück Der König stirbt, fast das tun, was Sie am Anfang der Kritik vorgeworfen haben, dass Sie zu wenig von der Intention des Autors Ionesco hier ausgehen. Hier sagt Herr Mayer sehr richtig, natürlich, dieser König soll zugleich König und jeder Mann sein. Das ist dem Ionesco nicht gelungen. Aber ich weiß nicht, warum man nicht eigentlich eine Verfremdung des Exemplarischen durch das Extreme heute nicht vornehmen kann im Drama. Sie tun es ja auch im Besuch der alten Dame. Die Clara Zachanassian im Besuch der alten Dame ist ja eine völlig extreme Gestalt. Dennoch wird hier Exemplarisches gezeigt. Was Ionesco wollte, scheint mir nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt zu sein. Ihm ist es nicht gelungen. Wieso ist es denn möglich, moderne Dramen in antiker Welt spielen zu lassen? An wie ist die Geschichte mit der Antigone doch gelungen, obwohl Sie diesen berühmten Satz geschrieben haben, die Frage der Antigone wird heute von den Sekretären des Kreons gesagt, eines der vollendesten Bonmots wahrscheinlich, die von Ihnen stammen. Gewiss, dennoch ist An wie die eine Neuschaffung des Antigone-Stoffes gelungen, glaube ich. Ja, ich glaube, Sie haben das jetzt ganz falsch aufgefasst. Ich kritisiere jetzt nicht den König dieses Stück, sondern ich sage nur, vom frühen Ionesco aus gesehen, der ganze Frage ist, was treibt Ionesco heute, wenn er aus der Situation herausgegangen ist? Er treibt eine ganz andere Dramaturgie, eine ganz andere Dramatik, als er es vorher tat. Was er heute... Nein, das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Ich kann ja nicht Ionesco verbieten, etwas anderes zu tun. Ich möchte ihn nur dann aus der Dramaturgie vom Einzelnen her wegnehmen. Und ich sage, es gibt ja verschiedene dramaturgische Intentionen. Ich will ja nicht hier, ich schreibe diese Dramaturgie ja nicht, um nun zu richten, sondern um nur gewisse Aspekte des dramaturgischen Denkens überhaupt zu zeigen. Also das, ich muss selbstverständlich beim König stirbt auf das eingehen, was Ionesco will. Er will dort ein symbolisches Drama schaffen, während er vorher etwas anderes tat. Das wollte ich sagen. Ich greife also gar nicht hier Ionesco an, sondern ich wollte, man könnte sehr lange über dieses Stück reden, ich habe es ja auch gar nicht gesehen,
Und man kann das nicht so übersteigen, nicht? Es gibt alle, ich glaube ja überhaupt, dass wir ausdenken. Es gibt ja immer wieder die Überraschung des Kunstwerks, das nun einfach etwas macht, was... Ja, darf ich einmal eine Frage stellen? Sie sprechen von der Dramaturgie. Wir haben fast immer die ganze Zeit jetzt Theaterstücke gehabt. Nun haben gerade Sie, und das halte ich auch für sehr charakteristisch, wir erschaffen sehr oft auch eine besondere Art der Hörspieldramaturgie, entwickelt zwei sehr wichtige Stücke, glaube ich, und Sie werden wahrscheinlich mir da nicht widersprechen, sind neben Ihren großen Schauspielen und Komödien mindestens so wichtig. Erstens, das ist jetzt das Problem des Helden überhaupt, das nächtliche Gespräch mit dem verachteten Menschen, und dann die Abendstunde im Spätherbst. Was ist die Abendstunde im Spätherbst? Gibt es da einen Helden? Ist dieser Großschriftsteller ein Held? Wie sehen Sie denn? Ist das eine Dramaturgie des Einzelnen, die Sie da anwenden? Doch wohl ja. Ja, also nicht, also da überraschen Sie mich jetzt sehr, nicht? Also da müsste ich jetzt über mich selber nachdenken. Ja, das ist das Sinn solcher Gespräche. Ja, und die Aufgabe der Kritik. Das ist eine sehr ernste Frage. Dieser Mann, dieser Nobelpreisträger, dieser Großschriftsteller, es ist mitten in unserem Gespräch, was wir jetzt besprechen. Hier ist die sonderbare Verbindung der Fiktion, der Realität. Ja, nicht? Also sagen wir mal, dieses Stück, also dieser Groß, was ist das nun für ein Einzelner? Ja. Glaube ich, ist er nicht, weil er nun eben Merkmale des Besonderen hat. Ja. Und ich glaube, das ist nun gerade ein Großschriftsteller ist eben, und das ist paradox zu sagen, das ist ein heutiger, in Anführungszeichen, ein heutiger Held. Das heißt, ich habe ja dort die Theorie auf, dass die Literatur eigentlich, dass das Publikum immer mehr Ungeheuer braucht. Ja. Das heißt, was sie früher hatte, dass sie, also sagen wir mal, man hatte die fürchterlichen Könige, man hatte die Gewaltsherrscher. Wir haben das heute nicht mehr. Und was sind gekommen? Das sind die Skandale der Bühnenstars, der Prominenten, aber der Monstre Sacré, wie Cocteau das mal aber auch hat, eben ja. Der Großschriftsteller, ja. Der Literatur. Früher hat man sich gestoßen, also sagen wir mal einen Menschen wie Edgar Allan Poe, sagt man Poe, ja. Poe nicht? Ja. Ich kann zu wenig Englisch, also von Poe, da hat man sich gestoßen, aber heute wäre Poe so berühmt, dass sein ganzer Fall sich würde sich ganz anders abspielen. Nicht? Also was man früher, der Villon in dieser Form, das gäbe es nicht, der wäre zu prominent. Nicht? Ja. Darauf geht hervor, dass die Möglichkeit einer Zentralgestalt eines Helden im Drama von Ihnen doch hier im Laufe unseres Gesprächs erweitert wurde. Sie wurde erweitert und schon der Schriftsteller als Held in der Abendstunde im Spätherbst ist ja die Gestalt eines Helden. Ist doch eigentlich. Nun fehlt natürlich den Helden, fehlen natürlich ganz wesentliche Dinge, die eben der frühere Held besaß. Das Vorbildhafte. Dann fehlt vor allem nicht der frühere Held, konnte sich ja für seine Welt opfern. Nehmen Sie also ein ganz dickes Beispiel, wenn Ödipus, da kommt die Pest nach Theben. Und nun erfährt Ödipus, sie komme, weil hier ein ungeheurer Frevel vorliege, und Ödipus beschließt, die Gerechtigkeit herzustellen. Es stellt sich heraus, er ist selber der Frevler und er blendet sich. Und dann geht die Pest weg. Das heißt, der Held kann eben durch sein Handeln, durch sein sittliches Handeln, kann er die Gemeinschaft retten. Das ist sehr wesentlich für den Held, das ist die Verbindung des Helden zum Allgemeinen. Und das ist heute gestört. Nicht zum Beispiel dieser Großschriftsteller, der hat eine ganz andere Verbindung
zum Allgemeinen als eben der Held des Ödipus. Aber so haben Sie nicht immer gedacht. In Ihren ersten Stücken haben Sie die Möglichkeit, die positive Bewertung des Opfers durchaus noch gesehen. Knipperdolling, in Es steht geschrieben, im Grunde sogar der Überlohe in der Ehe des Herrn Mississippi. Da ist noch eine gewisse positive Akzentuierung, so sehe ich es wenigstens, im Opfer. Während wenn Ill sich opfert für Güllen, ist es ein sinnloses Opfer. Und wenn Möbius sich opfert, ist es auch ein sinnloses Opfer. Ich möchte so sagen, das Opfer von Ill kann nur einen Wert für ihn selber haben. Ja. Aber für die Gemeinschaft, der Chor der Gemeinschaft, dieser Chor ist blasphemisch, weil die Gemeinschaft zwar vom Opfer profitiert hat, aber sie hat ihn ja gemordet. Das ist, also, das ist also nicht die Gerechtigkeit, sondern was entstanden ist, eine Blasphemie. Aber von Ill aus gesehen ist es etwas ganz anderes. Es gibt also die zwei Blickpunkte, die Blickpunkte des Allgemeinen und der Blickpunkt des Einzelnen, die nicht ineinander aufgehen. Ja. In der alten Dame. Aber da kommen wir doch zu dem Ergebnis, dass sich die Funktion des Helden im modernen Drama außerordentlich verändert hat, dass es aber gewisse Variationen gibt, vom Galileo Galilei Brecht bis zu ihrem Helden in der Spätstunde, in der Abendstunde im Spätherz, gewisse Variationen, die eine Möglichkeit des Helden doch vorsehen, eines anderen als des Helden in früheren Epochen. Ja, ich meine, das ist dann, es ist nur die Frage, wie lange sollen wir noch das Wort Held gebrauchen, nicht? Der Held ist dann eigentlich nur noch der Hauptrollenträger, nicht der Handel. Nein, nein, die Zentralgestalt, an der gewisse Symptome der Epoche exemplifiziert werden. Ja, aber Sie sagten eben, also Sie glauben, dass wir zu einer Art der Kollektivität auf dem Theater kommen, die an die Stelle des Helden Ja, ich meine, wurde. Einfach der Held ist für mich, es ist langsam für mich also schwer, das Wort Held noch auszusprechen, denn das Held ist nun das Heldische, das Ja, wir meinen ja nicht den Heros, sondern wir meinen jetzt eben doch ja, die Ja eben, Funktion. Aber darum sage ich nicht, dass das Wort, der Begriff Held wird ungeheuer strapaziert, nicht in der ganzen Sache. Aber eine andere Sache ist zum Beispiel, zu versuchen nun, anstelle des Helden kommt das Kollektiv. Das nehmen Sie zum Beispiel in Schilders Wilhelm Tell. Das ist eigentlich nicht mehr Wilhelm Tell, der Held, sondern es ist ein Kollektiv. Ja gut, das haben Sie bei den Webern, bei den Webern von Gerhard Hauptmann auch. Auch das haben nicht. Sie im gewissen Sinne sogar in dem Konflikt, da wir von Hauptmann gesprochen haben, im Florian Geier, wo gerade das Stück daran scheitert, dass einerseits ein Kollektivdrama angestrebt wird, Tragödie des Bauernkriegs, nennt das im Untertitel, andererseits eben der Florian Geier Held im schillerschen Sinne gewesen werden soll. Ja, aber ist das nicht eigentlich eine Forderung, die Sie stellen, die das expressionistische Theater auch gestellt hat? Ja, das ist dann Masse Mensch. Ja, es braucht ja keine Masse zu sein. Nein. Zum Beispiel, ein Kollektiv ist ja an und für sich keine Masse. Ein Kollektiv ist keine Masse. Nicht. Ja. Also sagen wir mal, meistens lebt heute der Mensch in Kollektiven, ist dargestellt, ist in einem Büro. Und es fällt für zum Beispiel für die Kritik sehr schwer, ein Kollektivdrama zu beurteilen. Meistens wird ein Kollektivdrama behandelt wie wie wenn es eben ein Drama vom Helden her gebaut wäre. Nicht? Ja, hier ist nun wirklich der Punkt, wo wir abbrechen müssen und wo eigentlich ein großes neues Gespräch beginne, nämlich die Frage, wie gelingt es, diese neuen Kollektivitäten, die wir ja auch nicht mehr im alten soziologischen Sinne interpretieren können, zum Gegenstand des dramatischen Geschehens, des Darstellens auf der Bühne zu bringen, ohne dass diese Wirklichkeit abgebildet wird. Ich glaube, wir werden hier abbrechen müssen und da wir mit einem Dramatiker hier das Gespräch führen durften, darf ich unser Schlusssprüchlein einmal ein bisschen abwandeln. Früher sagten wir immer, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Diesmal würde ich sagen, da wir uns ja freuen auf neue Stücke, auch neue Hörspiele, neues Dramatisches von Friedrich Dürrenmatt. Wir hoffen bald, den Vorhang offen zu sehen und mit ihm alle Fragen offen.